Die FSS Hurricane ist mit Sicherheit eine Waffe, die die wenigsten von euch auf dem Schirm haben, beziehungsweise überhaupt gezockt haben. Ich für meinen Teil kann euch versichern, ich habe die bis dato noch kein einziges Mal gespielt. Aber, liebe Leute, aber, die kann was. Die FSS Hurricane ist unironisch stark in Call of Duty Warzone 2. Oh ja, sehr geil. Oh mein Gott. Was geht, liebe Leute? Herzlich willkommen zum weiteren Video hier auf meinem Kanal auf den knackigen Samstag, Leute. Schön gerade eben aufgestanden. Der ein oder andere von euch ist mit Sicherheit noch komplett verklatscht. Und jetzt könnt ihr euch in Ruhe ein Video reinziehen mit feinstem Gameplay, mit der Hurricane, mit einer Waffe, die man noch nicht so oft gesehen hat. Ich werde euch jetzt auch gleich erklären, warum diese Waffe gespielt worden ist. Es gab ja zu Season 4 ein riesiges Waffen-Update, wo eigentlich gar nicht genau geschrieben worden ist, welche Waffe irgendwie besser geworden sein sollte, sondern einfach nur in den Patches stand. Es gab ein general überholtes Waffenbalancing. Und in diesem Waffenbalancing ist auch die Hurricane besser geworden, beziehungsweise gebufft worden. Und ich finde, das merkt man auch richtig krass. Ich habe echt ein paar Sachen ausprobiert in der Waffe, habe ich ein bisschen warm gespielt. Der Vorteil von der Waffe ist halt, dass sie ein sehr, sehr großes Magazin hat und damit man einen weiteren Aufsatz sich quasi sparen kann, weil du kein großes Magazin draufpacken kannst. Kannst du ein bisschen mehr auf Movement bauen, hast da ein bisschen mehr Variety-Möglichkeiten. Aber bevor jetzt ich wieder hier festgenagelt werde, die Hurricane ist nicht die neue Meta. Aber es ist trotzdem eine starke Waffe, die wirklich Spaß machen kann. Ihr werdet im Gameplay sehen, dass vor allem auf SMG Midrange-Distanz, die ihre ganz großen Stärken hat. Hin und wieder packe ich natürlich auch den Scheibenwischer aus, ja. Ich bin ja auch aus dem Paruka wiedergekommen, da habe ich die ganzen Aufnahmen gemacht, da war ich eh noch ein bisschen verballert. Jetzt bin ich gerade auf dem Open Beats Festival. Da gibt es IRL-Streams, also In-Real-Life-Streams mit einem Streaming-Rucksack, richtig professionell. Ich bin da mit Floyd unterwegs, wir machen da geile Streams. Wir hoffen nur, dass das Wetter mitspielt, ansonsten gibt es halt Vlogs wieder ganz normal. Aber checkt auf jeden Fall twitch.tv/dieserkingphil ab, wenn ihr euch für so geile IRL-Streams von einem Festival interessiert oder wenn ihr generell mal Call of Duty Warzone Gameplay sehen wollt, live im Stream, würde ich mich selber freuen. Wir sind wirklich kurz bei den 100.000 Followern. Jeden Tag von 7 bis 15 Uhr bin ich da am Start. Wir grinden zusammen. Würde mich selber freuen, wenn ihr dann Follow da lassen würdet. Zu guter Letzt hat mein Partner Level Up Geburtstag, wird 5 Jahre alt und zur Feier des Tages oder der Woche gibt es wie zu den letzten Geburtstagen auch eine 2 für 1 Aktion. Ihr könnt 50% sparen, ihr könnt 4 Dosen für den Preis für 2, 6 im Preis von 3 einfach mit dem Code King für 2 eure Lieblingsdosen reinpacken. Meine Empfehlung zum Beispiel für die Aktion Shiny Fox Crazy Monkey, mein absoluter Lieblingsgeschmack. Der Geschmack Kaktus Eis, der an das Eis aus der Kindheit erinnert und natürlich die 5th Anniversary Edition, die 10 Portionen mehr drin hat zum selben Preis. Das Ganze mit 50% Rabatt. Mit dem Code KingFit2 supportet ihr mich und bekommt den Rabatt. Und der Link zu Level Up ist in der Videobeschreibung. Danke für euren Support. Und jetzt würde ich sagen, Motto des Tages, rein. Warte mal kurz. Ja, oh mein Gott. Nein, das ist ja so dumm. Es ist wirklich einfach nur dumm. Ja, Leute.
Da kommt noch ein ganzes Team an. Von oben, ich muss nach unten. Wollen wir weg, aber wollen wir das nicht fighten? Das soll ja, ja. Das bringt nichts. Wir sind 2 gegen 3. 2,6. Ich hab einen Knock bei dir. Ich hab einen Gulag verloren. Schieb mich bei dir. Hab ich. Ah, ich bin von hinten gestorben. Ah, hier fliegt. Ich hab hier beide Knock. Ist nur noch einer, Bro. Der ist auf der anderen Brücke oder Seite. Dark, Bro. Sie kommen bei mir. Da liegt eine Klemmer. Ja, bitte. Einer absolut draußen, deiner Seite. Wo? Oh. Noch ein Hübschen. Ja. Yeah. Hab ich noch. Das ist ein anderes Team von hinten. Hast du ihn? Noch einer. Zwei, hier ist ein Full-Team drauf, das kann doch nicht sein. Ganz oben drauf, glaube ich, auch noch einer. Pass auf. Ja, hier. Knock. Ich hab den. Der letzte noch. Ich hab auch einen. Dann sind alle tot. Ich hab beide genug. Also Sanitär. Oh mein Gott. Ich bin safe. Ja. Ich kann den Dreh ziehen. Ja, okay. Ich hab den Dreh ziehen. Ey, der ist von mir gelandet. Ja, das hallo? Ist also. Das wird machen gehen. Ich hab aber so laufen gemacht. Egal, ich hab Glück. Hast du den? Nee. Der ist aber absolut, du kriegst den. Kannst du taggen? Nee, ne? Ich finde es, glaube ich. Ja, ich hab ihn schon. Okay. Nee, ja, bist du nicht. Egal. Wie, nee? Ich hab dich nochmal gesmoked. Nee, oh mein Gott. Einer landet. Einer ist unten drin, Phil. Komm. Ich muss den kriegen, ich kann ihm nicht helfen. Ich kann nicht hochkommen. Ich werd abgehängt. Los, ich dachte so komplett. Nice, Phil. Stark. Oh mein Gott, was? Du hast doch P-Seed. Hier? Ja. Der hat gesaved eine. Ja, der sollte wieder Ding sein. Knock. P-Seed. Bro, 2 noch. Ihr habt das. 4. Hab einen. Nice. Stark. Der andere ist in der Smoke, da drin. Ja, ist es. Wani. Stark. Einer muss safe haben von denen. Hier. Ja, okay, nice. Ja, nice. Der safe hat. Ja, hab ich. Na so. Einer ist oben drauf. Aber noch ein One-Knocker. Er ist One-Shot oben drauf. Jo. Ich komme nicht hoch, leider. Was heißt denn oben drauf? Marker. Der hat gesaved hier. Was? Ah! Entschuldigung. Oh mein Gott, Chris. Also? Nein, einer knockt. Ist das bitter. Lass ihn Lodi, Chris. Oh, scheiße. Stark ist. Oh. Bin da. Ich hör auf zu sterben. Hab ihn. Laha. Tech. Ja, oben drin. Aufgeschwungen. Hab ihn. Ich hab noch einen Knock. Chris, die muss holen. Ja. Ich hab einen Sheepbreak. Nice. Du bleibst vor mir. Ich brauch Munition. Nice. Ich brauch Munition, ich hab gar keine Munition mehr. Hier, Platten, holt Platten. Nee. Oben ist ein Team schon drauf, einer One-Shot oben. Ey, nehm uns! Hab beide. Hey, nice. Vor uns. Kills nicht wichtig. Brauchst du Smokes? Oh, mal wieder. Matze, brauchst du Smokes? Ich hab Smokes. Aber das ist ein wichtiger Skill. Habt ihr Bohrladung? Nee, ne? Nein. Ich glaube, aus dem Wasser müssen gleich noch welche kommen. Ich werd angeschossen von hier. Live-Marker. Oh mein Gott, der beste Live-Marker aller Zeiten. Pick dich. Wir haben nicht so viele Platten. Achtung, Bohrladung kommen auch. Boah, gute Bohrladung. Wir werden komplett. Wir haben so viele Platten. Hier explodiert gerade alles. Ich bin komplett One-Shot. Ich hab 12 Platten. Gib mir Platten mit. Ja, ich brauch auch welche. Ganze Lobby hat uns gerade gefrustet. Ich brauch auch noch. Achso, ja, jetzt hab ich nur noch 4, Bro. Ich hab halt, mir fehlt eine, also ich bin nicht mehr früh, ja. Aber wir haben gute Posi. Nee, nix hab ich. Ach, Smoke hängst du nicht. Ich hab genug, 6 Smokes, alles gut. Die smoken sich durch. Unter uns sind wir auch noch ein Team, ne? Ja. Zwei sind unter uns, ja. Willst du nicht oben bleiben, lieber, Matze?
Hab einen. Dann ist okay. Ja. Ich hab wieder Smokes. Oh, scheiße. Ja, ich hab. Alles gut. Wir haben Goldene. Phil, du bist allein. Kein nice. Aim ist es hier. Ah! Er schiebt quick. Hab ihn. Nice. Noch einen. Ich hab keine Goldene, by the way, Digga. Ich denk die ganze Zeit. Nein, yeah. Live-Marker. Zwei gegen zwei. Einer ist ein Busch. Der hat den Busch-Skin. Er ist One-Shot. Nicht One-Shot. Ich hab gelogen. Scheiße. Let's go! Wow. Oh mein Gott, was war das für eine kranke Runde? Ich glaube, ich habe 200 Punkte gemacht oder so. GG's! Ich glaub, nicht sogar noch mehr. Ich habe 280 gemacht. GG's! Digga, holy shit! Digga, wie viele Kills haben wir? Es sind auf jeden Fall, man hat gemerkt, dass die Hurricane echt Bock machen kann. Klar, ne, die MP5 oder die ISO, da ist die einfach noch stärker. Aber wie gesagt, es ist schon mal ganz nice, eine andere Waffe zu zocken. Und ich finde auch dafür, dass sie wirklich so eine Off-Meta-Weapon ist, kann sie aber dann doch ganz gut abgehen, wenn man seine Shots auf jeden Fall trifft. Ich habe jetzt zwei verschiedene Builds für euch. Und zwar einmal hier mit dem spiralen Mündungsdämpfer. Denn damit bekommt ihr Rückstoßstabilität. Ich will jetzt auch direkt dazu sagen, das ist so eher die Al-Masra-Variante. Ja, wenn man vielleicht auch sogar Sniper-Support spielen möchte. Ich habe die nur ein, zwei Runden gespielt, weil ich viel Wondel gezockt habe. Ich muss auch dazu sagen, dass das wirklich nur meine zweite Wahl ist und die Klasse, die ich danach gebaut habe, mir deutlich besser gefallen hat. Aber ich will sie euch trotzdem zeigen. Ihr könnt dann ja beide mal spielen und austesten, welche euch mehr zusagt. Dann den Cannonade 16 Lauf drauf für Reichweite, Präzision beim Feuern aus der Hüfte und die Chancegeschwindigkeit. Da merkt ihr schon, ne, geht auch ein bisschen Richtung Sniper-Support. Ihr habt hier Rückschussstabilität, was ZV-Geschwindigkeit wegnimmt und hier nochmal extra den Lauf für mehr Reichweite und Geschossgeschwindigkeit. Den FSS Ole V-Laser, den kennt ihr ja schon von vielen anderen Klassen für ZV-Geschwindigkeit, Zielstabilität und Sprint-to-Fire-Tempo. Den FSS Sharkfin für Zielstabilität im Stillstand, den kann man nämlich noch ein bisschen tunen. Und den Sarkin ZF-Griff für mehr Recoil-Control. Das ist also die Variante für ein bisschen bessere Reichweite und sehr, sehr guten Recoil-Control. Hier habt ihr einmal die Tunings für den Lauf, für die Mündung, für den Unterlauf, für den Laser und für den Griff. Zack. Und wenn ihr euch die baut, ne, ich finde, also es geht immer noch schnell ins Visier auf jeden Fall. Ein bisschen langsamer als die MP5, würde ich sagen. Zeichnet sich aber vor allem dann dadurch aus, dass sie eigentlich nur einen vertikalen Recoil hat, den man relativ gut kontrollieren kann, ja. Ich war dann in Ranked unterwegs, auch am Ende mit Matze und mit Chris. Und da habe ich sogar auch die Hurricane gespielt. In einer etwas, ja, mobileren Variante, die nochmal ein bisschen schneller ist. Wo ich ein, zwei Attachments nochmal ausgetauscht habe zu dem vorigen Build. Und zwar gehen wir da rein mit der Lockshot-Mündung, die ja für aktuell auf vielen Waffen den besten Recoil-Control bietet, weil sie halt hier vertikalen und horizontalen Rückstoßkontrolle da hinzufügt. FSS Sharkfin-Unterlauf habe ich da gelassen, genauso wie den Ole V-Laser und auch den Sarkin-Griff. Der größte Unterschied ist hier der Quicksilver-Shaft, denn da Sprint-Tempo, ZV-Geschwindigkeit, Bewegungstempo beim Zielen, Bewegungstempo beim Ducken und auch das Bewegungstempo beim Zielen, finde ich, merkt man extrem. Ja? Ich habe jetzt hier den Lauf für Reichweite rausgenommen und eine Mündung draufgepackt, die den Recoil dafür nochmal ein bisschen mehr kontrolliert. Denn das verlieren wir ein bisschen bei dem Schaft und dadurch, dass wir den Lauf wegpacken. Die Mündung habe ich so getuned, Richtung Stabilisierung von Rückschuss und Rückschusskontrolle, den Unterlauf habe ich Bewegungstempo beim Zielen und Stabilisierung von Rückstoß. Ich zeige euch das gleich auch nochmal, was für einen nicen Strafe-Speed ihr habt. Nach-Sprint-to-Fire-Tempo, ZV-Geschwindigkeit, den Shaft für Bewegungstempo beim Zielen und ZV-Geschwindigkeit und den Sarkin-Griff, Sprint-to-Fire-Tempo, ZV-Geschwindigkeit. Und wenn ihr das jetzt direkt euch mal anschaut, finde ich, merkt man direkt, ich gehe ins Visier, seht ihr das? Man ist schon sehr, sehr schnell. Also, da kann mir keiner was erzählen. Klar, der Recoil ist mit Sicherheit ein bisschen was anderes. Ich weiß gar nicht, wo genau ich stand. Ja, ist ein bisschen mehr gestreut, aber man ist deutlich mehr mobiler unterwegs. Und ich hatte vor allem mit dem Strafe Speed dann in den Gunfights schon echt ganz gute Gunfights, habt ihr ja gesehen. Hat schon echt Bock gemacht. Das war auf jeden Fall das Video zu der Hurricane. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde auf jeden Fall, die Waffe hat einen Try verdient. Eine Off-Meter-Waffe, die echt Bock machen kann. Vor allem mit der viel Munition und dem krassen Strafe Speed, den man, glaube ich, bei wenigen SMGs hat.
Probiert die mal aus. Schreibt in die Kommentare, was ihr von der Waffe haltet. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money. The pressure be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling.